Hallo, willkommen in Drogenwelt. Yay! Wir gehen mal zu dem Stern auf der Minimap, beziehungsweise zur nächsten Mission. So, Seattle Dub Control. Ups. Ich sehe dich. Kein Problem. Hier sind so viele Kommandozentralen. Ich habe da drinnen was gesehen. Oh. Hier lebt eine Frau, definitiv. Gegeben. So. Oh, ja. Bleib da. So. Zerstören Sie nahegelegene Dub-Kommandozentralen. Damit sind wohl die hier gemeint. Ich glaube, wir machen erstmal hier alle Viertel durch. Und gucken dann mal, wie es weitergeht. Beziehungsweise wir tun erstmal so alle Gebiete befreien. Schon befreit. 1, 2. Lecker Scherbe. Nam 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 nam. Au. Aufs Maul. Sehe nichts. Komm, ich will da nicht hoch. Gut, dann. So. Bisschen Rauch nehmen wir auch noch gleich mit, wenn wir hier sind. So, und da ist die Zentrale schon.
Da oben ist die Zentrale, habe ich schon gesehen. Ist ja gut. Ich will mal was ausprobieren, wie wir sowas kurz und schnell erledigen. Und zwar, wir haben ja noch den Orbitalflug. Mit dem will ich jetzt einfach, ich will einfach mal gucken, ob ich mit der Schwefelbombe 2, 3 Leute krieg. Und damit dann... Ah, hier geht's nicht weiter. Und damit dann oben das Ding schon komplett auseinandernehmen kann. Ob das geht. Alter. Okay, aussteigen. Noch am Auto. Genau. Wie schmeckt das? Ich brauch mal rauf. Genau. Und jetzt machen wir einfach Folgendes. Wir rushen hier einfach ein bisschen durch. Wo ist das Scheißding? Und hoch. So, jetzt das gute Stück suchen. Da. Schön drauf. Oder daneben. Okay, das sind noch zu viele. Okay, ganz hat das nicht so geklappt. Aber das tut's allgemein nie. Ah, Auge zucken. Alter, ist ja gut. Nein! Komm, das war eigentlich ganz okay. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Leck mich doch. Und nur 22? Was fehlt hier noch? Oh. Ah, na gut. Gehen wir halt nach vorne. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Folgen ich noch machen muss. Aber es sind noch einige, glaube ich.
Ah, schon viel besser. Bitte legen Sie Ihren Finger auf den Scanner. Wird bearbeitet. Yep, immer noch Conduit. Dein Audioprotokoll haben wir noch da hinten. Ja, wer ist da? Nelson Rowe. Sie kennen mich nicht, aber ich habe Sie beobachtet. Okay, das ist ja mal gar nichts schön. Ihretwegen gibt es selbst in Washington Gemunkel über Augustin und die Notwendigkeit des DUP. Ist doch toll! Ein weiterer Schritt auf dem Weg, Augustin bezahlen zu lassen. Nicht alles daran ist toll. Ich will Ihnen helfen. Aha. Und wie genau soll das aussehen? Ich kann Ihnen helfen, das DUP von innen heraus zu zerstören. Aber Sie müssen schwören, niemandem etwas zu verraten. Sollten die Informationen, die ich Ihnen gebe, bekannt werden, bin ich erledigt. Ich werde mich sofort kalt machen. Sie sind der Einzige, der aufdecken kann, was Augustin mit den Conduits macht. Sie sind der Einzige, dem ich zutraue, das hier bis zum Ende durchzuziehen. Gut. Sagen wir... Ich spiele erstmal mit. Was wollen Sie? Ich habe Ihnen ein Programm aufs Handy geschickt. Damit finden Sie meine Berichte. Sie müssen sie suchen, anhören und weiterkämpfen. Mist, ich muss aufhören. Nicht zu weit. Stin ist der stärkste Conduit, den ich je gesehen habe. Und das gesamte DUP ist ihr treu ergeben. Es war schon immer ihre Mission, Bioterroristen zu verhaften und die Welt zu beschützen. Darin war sie so gut, dass die Regierung sagt, das DUP wird nicht mehr gebraucht. Ich sag Ihnen, Kleiner, ich möchte im Moment nicht mit der Regierung tauschen. Augustin ist das DUP. Zu sagen, das DUP wird nicht mehr gebraucht, heißt, Augustin wird nicht mehr gebraucht. Keine gute Idee. Schlimmer noch, es ist ein Pulverfass, das nur auf einen Funken wartet. Einen Funken wie Sie. Drecksdrogen. So, das Viertel ist sauber. Dann gehen wir mal nach hier unten. Da haben wir auch eine DUB-Zentrale und ich mache jetzt hier auch noch Dingensen. Ein formschönes Gemälde. Keine Ahnung, was der Typ bezwecken will, aber... Gut. Nein! Na also. Haben wir nochmal Glück gehabt. So. Und dann machen wir aber das hier in der nächsten Folge. Baumkuchen oder Rache die Krake? Mal schauen.